hallo ihr Lieben. Das haben wir schon mal, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, Berlin, in der Nähe von München und so weiter und so weiter und so weiter. Meine Arbeit findest du auf liebeschipp.de, sondern mal einen neuen Kurs zu Passivüberwindungsangst. Aber nun stürzen wir uns mal wieder ins Trash-TV, wenn ihr da mehr von haben wollt. Kommentiert gern. Wir haben uns hier rausgesucht, Temptation Island VIP, sicherlich für diejenigen, die das schon geguckt haben, ist, glaube ich, jetzt Folge 9. Und ich wollte eigentlich erst nichts dazu machen, aber irgendwie hat es mich dann doch so reingezogen. Und es geht los mit Kate und Jakob. Und Kate hat jetzt kurz vorher gesagt, sie ist ja irgendwie bekannter als er, obviously. Und sie hat ihn jetzt halt mit reingenommen. Diese Sendung hat sich aber beschwert vor der Kamera, dass das ja eigentlich ihr Privatleben wäre und sie wollte ihn gar nicht so reinziehen in ihr Berufsleben, aber hat ihn gleichzeitig mitgenommen und riecht sich natürlich jetzt Jakob zu Recht massiv drüber auf. Ey, und dass sie sagt, dass ich hier nicht mit reinpasse, sie hat mich doch gefragt, ob ich hier mitmachen will. Ja, völlig absurd und also mir tut er ja echt komplett leid. Man sieht jetzt auch in der Folge, dass er einfach richtig schön ein Mann ist, der so richtig schön klassisch zu abhängig ist, deutlich zu abhängig von seiner Beziehung. Und man kann auch ein bisschen verstehen, klar, in den Folgen vorher war das ja so, warum ist er so eifersüchtig, warum will er immer die Exen sprechen? Ja, das gehört natürlich auch dazu, wenn man zu abhängig ist. Und ist ja auch nicht gut, aber man sieht ja auch so ein bisschen, dass es eben zwei Seiten gibt. Ne? Mein ganzer Kosmos, der dreht sich nur noch um diese Frau. Ich liebe sie mehr als mein eigenes Leben. Ja, also wenn jemand sagt, er liebt die Beziehung mehr als sein eigenes Leben, dann ist Alarmstufe rot. Das kann man ja gerne über Kinder sagen oder hört sich schrecklich romantisch an. Ist aber eigentlich echt ein Zeichen, dass man einfach komplett zu abhängig ist und nicht in seiner Selbstliebe ist und da jemand auf den Podest gestellt, der auch dem einfach nicht auf den Podest stellen sollte irgendwie, ne? Und es kommt noch mehr. Da kann ich jetzt wieder 5 Tage nicht schlafen, deswegen. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, ich sag ja immer, wenn man nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten kann, dann weiß man, was geschlagen hat, dann ist die Beziehung vielleicht nicht so gesund. Ich sag's ja nur. Und man sieht ja auch in den Folgen vorher, dass er da einfach völlig durch den Wind ist. Aber wie gesagt, das ist nicht nur, es ist halt, was die beiden zusammen kreiert haben da. Mein ganzer Abend heute wieder alles am Arsch, die ganzen nächsten Tage wieder komplett am Arsch. Merci für nichts, wirklich. Danke für nichts. Ja, also ich kann jetzt komplett fühlen, dass er sich so aufregt. Also ich kann mich auch komplett reinfühlen. Ich erinnere mich auch aus meinem Leben aus vielleicht Situationen, die nicht ganz so krass waren, aber dieses Gefühl. Aber ja, Gott, das ist halt, passt dann halt irgendwie nicht richtig, gelinde gesagt. Und offensichtlich hat sich auch, aber gut, das machen sie ja alle, das ist nicht scheinbar in Absprachen hier nicht halten. Und ich glaube ja, das Ganze auch komplett überschätzt. Ich meine, wenn einem eine Beziehung wirklich wichtig ist, dann geht man vielleicht nicht gerade zu Temptation VIP, aber ja, also er richtet sich völlig zurecht auf. Das Blöde ist nur, dass es dann wieder einbricht, also wirkt zumindest so im Laufe dieser Folge und ja, da hat er sich jetzt einmal aufgeregt und dann, wie das dann halt so ist, ne, wenn man so komplett verfangen ist da in so einem Pluspol-Ding, zieht man halt auch keine Konsequenzen draus, ne? Dass es einem so schlecht geht. Und hält es vielleicht noch für Liebe. Ich mag dich auch nach wie vor. Und wenn wir uns treffen, dass da nicht immer so eine Stimmung ist, weil wir werden uns so oft noch sehen in Zukunft, weil wir sind halt Corona halt beide in Köln. Ja, jetzt muss man sich mal klar machen, dass wird ja nicht so richtig, glaub sie den Jakob sogar mit Jogo betrogen hat oder ob das kurz vorher war, das wird alles nicht so richtig klar, aber es ist völlig klar für Jakob, dass Jogo ist ein absolut rotes Tuch, ist zumindest der davor da war, ist ein Konkurrent und dann redet sie so mit ihm und an dem Punkt, also ich wäre da schon längst komplett raus und sagen, ey, sorry, du bist einfach illoyal, hoch 10, habe ich keinen Bock drauf, aber gut, es ist wie es ist, es ist ja auch eine völlig crazy Sendung, also es ist wirklich schwierig, das überhaupt nüchtern
zu analysieren. Aber es ist auch trotzdem sind natürlich auch viele Sachen drin, die sind. Das ist schlecht, dass du nicht ab. Ich habe deinen Pipi-Mann gerade gesehen. Ja, das ist natürlich Messer ins Herz. Ne? Tut mir echt total leid, Herr Jakob. Und was, der hätte da auch echt nicht reingehen. Ich glaube, da muss man einfach so ein. Also, entweder man hat irgendwie so eine vermutlich Fake-Beziehung wie Emmy und Udo. Oder ich weiß nicht, man hat ein völlig dickes Fell. Oder einem ist einfach alles scheißegal. Oder man ist sowieso, weiß ich nicht, in dieser. Hangelt sich von Sendung zu Sendung. Das ist einem vielleicht auch egal, wie die anderen, Sandra und. Henrik und Giuliano, dann ist einem vielleicht auch irgendwo wurscht, aber ach, es ist, wenn man wirklich ein ernsthaftes Beziehungsinteresse hat, weiß ich nicht, sollte man vielleicht lieber Theater spielen oder so, nicht in solche Sendungen gehen. Die ist so eine, auf den ersten Blick einfach nur so eine Drecksau, die einfach nur, man kriegt Bock auf Sex mit ihr. Ja, ich finde Diogo ja echt irgendwie witzig und man kann mal sagen, was man will. Ich meine, er ist irgendwie ehrlich, also ich glaube, ich weiß nicht, wie man bei ihm denkt, er will ernsthaft langfristige Beziehungen. Ich weiß nicht, da muss man, glaube ich, selber überlegen, was man genommen hat. Und ja, ist einfach, er fokussiert sich einfach auf das Wesentliche und er schafft es einfach, deswegen landet er ja auch in jeder Sendung, er schafft es einfach, diesen sexuellen Vibe, ne? Diese Polarität. Also er ist einfach so krass in seiner Polarität und sagt, das denkt man natürlich, ja, aber er ist ja so und so, so und so. Aber das sind halt zwei verschiedene Sachen, ob jemand jetzt ein netter Kerl ist. Oder ob man seiner Polarität ist, das kann zusammengehen, muss aber nicht zusammengehen. Und er ist einfach krass. Trotzdem, bevor ich nicht gewisse Dinge mit ihm geklärt habe, werde ich dennoch hier keine Grenzen überschreiten. Einfach, weil ich das auch nicht vertreten kann von mir selbst. Ja, das ist einfach so fucking absurd. Also sie sagt jetzt hier, ja, ich muss erst mit ihm reden, bevor ich irgendwie Grenzen überschreite. Hat aber schon 1 Million Grenzen überschritten. Wird noch 1 Million Grenzen überschreiten. Gut, aber wie gesagt, wenn man ein ernsthaftes Beziehungsinteresse hat, sollte man vielleicht lieber was anderes machen. Und sie ist da ja auch in dieser Welt angekommen. Die Paulina, ich habe jetzt auch auf einem anderen YouTube-Video gehört, dass sie vielleicht bei Kampf der Reality Stars ist mit ihrem neuen da, wie heißt der noch? Yassin, der bestimmt ganz anders ist als Henrik, trinkt ja auch super wenig und so. Und ja, macht ja auch nicht gerade Party. Aber gut, das muss ich natürlich alles selber wissen. Und die anderen, Sandra, Giuliano, gut, die waren ja auch, glaube ich, auch schon in diversen Formaten. Oder waren die nur bei Love Island? Weiß ich gar nicht. Sandra war bei Love Island? Und ach, ist auch egal. Bei Are You the One war das schon mal. Genau, ja, stimmt. Ist ja auch witzig, wie die Jungs da immer so tun, als wenn wirklich alle Frauen der Welt auf sie stehen. Und ich habe das Gefühl, die vergessen auch immer so ein bisschen, dass sie da ja einen Job machen und halten sich für die geilsten Dullis und so. Aber seien gegönnt, was soll's. Ja, jetzt redet Jakob mit seinem Kissen. Ich war ganz kurz ein Gespräch mit meiner Frau führen. Ich komme sofort. Ich muss kurz ein bisschen quatschen, ihr braucht das gerade. Ich habe echt krassen emotionalen Moment gerade. Wo Kate und Jakob draufsteht, ich meine, da kann man jetzt drüber lachen, aber der Typ einfach nur leid, muss ich echt sagen. Das ist einfach so, weiß ich nicht, hoffnungslos. Nee, hoffnungslos natürlich nicht. Wissen wir ja, dass es da Hoffnung gibt, aber abhängig von dieser Beziehung und mir tut das einfach nur weh und ich hoffe, er kommt ja heiler raus aus der Sendung, echt. Der Hauptunterschied zwischen Dominik und Henrik ist auf jeden Fall, dass Dominik ein erwachsener Mann ist und sich auch so verhält. Ja, jetzt redet sie ja mit dem Typen, mit dem sie die ganze Zeit da in der Sendung zugange ist und der aber keinen Stich kriegt, so richtig nicht irgendwie. Und sie sagt jetzt zwar, Henrik ist kein richtiger Mann, aber Henrik ist natürlich 1 Million Mal mehr in seiner Polarität als der hier und ein guter Flirter, ein guter Dater, was auch immer man sonst da von ihm denkt. Und er versucht es jetzt halt über diesen Friendships-Vibe, ich bin so für dich da, ich tröste dich so. Es ist aber kein, ja, es ist kein Beziehungs-Vibe. Und ich glaube auch nicht, dass er wirklich so ihr Typ ist, ehrlich gesagt. Aber ja gut, sonst wäre es vielleicht auch mit ihm jetzt zusammen. Es kommt nicht aufs Alter an, es kommt auf die Einstellung an, auf die Lebenserfahrung. Wir sind halt die innerlichen Werte, so wie ja, dass ein Mensch einfach ein gutes Herz hat. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Dass man... Das ist einfach so geil, wenn Leute mit 19 sagen, dass sie auf die Lebenserfahrung ankommt. Das ist einfach zu witzig. Das ganze Gezeuse, das ist so peinlich. Ich
finde ja Henrik auch so witzig. Mm, ja, ja, wann kann ich sie endlich knallen? Mm, ja, ich höre jetzt mal zu. Ja, mm, super witzig. Keine falschen Intentionen hat, sondern dass man wirklich ehrlich zueinander ist. Genau, nicht diese Oberfläche. Ja, und dass man sich vielleicht auch einfach mal fallen lassen kann. Und Henrik auch echt witzig. Ja. Innerliche Werte, aufgespritzte Lippen, Extensions. Also ich weiß nicht, ob sie das jetzt hat, ehrlich gesagt, aber ah, zu witzig. Ich hab, ja, ja, lass mich mal reden. Ja, super witzig. Ja, kurz danach folgt dann das hier. Das hat natürlich auch nur mit inneren Werten zu tun, ist ja völlig klar. Also was Henrik da jetzt macht, ich weiß es nicht. Einerseits heult er da tagelang rum, dass er sie heiraten wollte und dann, ja, aber ne, gut, ich meine, das kann man sich jetzt vielleicht denken, dass das jetzt irgendwie nicht mehr so viel wird, aber dann ist ja so ein bisschen sein anderes Gesicht, wenn er einfach zu viel getrunken hat, dann macht er halt das, was er ja macht und ja, ist vielleicht nicht so beziehungsfördernd, sagen wir mal so. Ja, zu den anderen, was soll man dazu sagen? Also ich habe, wie gesagt, wenn ich noch mehr zu machen soll, schreibt mir mal jetzt zu Udo und Emmy, ne? Udo und Emmy, was soll man dazu sagen? Ich bin eigentlich ganz sicher, dass sie keine Beziehung wirklich vorher hatten, weil das wirkt einfach zu sehr geschauspielert da. Und zu Juliane und Sandra, ich weiß auch gar nicht, was man dazu sagen soll, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich da noch eine Folge mache, sage ich da mal was zu. Aber es ist, was soll man dazu sagen? Ich weiß es nicht. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.